Alter! Dear Crafted Yasuga, wie cool ist das denn? Hey, meine Lieben, tschüss, willkommen zu einer Folge von Minecraft Ender Games. Es gibt ein neues Kit, nämlich das Kit Schatten. Das kaufe ich mir jetzt einfach mal kurz. Also ich habe noch keine Runde damit gespielt. Ich verstehe es auch nicht so ganz, ehrlich gesagt, von der Beschreibung her. Also ich gucke jetzt einfach mal, wie sich das mit dem Kit spielt. Aber Leute, das wird bestimmt lustig. Diesen Tag haben wir ja alle gewartet, wissen wir ja bekanntlich, ne? Alle haben darauf gewartet, wann kommt dieses Ender Games Kit Schatten raus. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt existiert hat. Alle haben darauf gewartet. Auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier auf jeden Fall 32 Schattenessenzen. Und ich habe mir noch kein Video angeguckt dazu. Also ich habe es mal bei Earthman gelesen, es sei ganz okay. Am Anfang ganz geil, irgendwann gewöhnt sich die Gegner dran, wie bei Chameleon, damit scheiße. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei mir funktioniert. Und ganz kurz, Leute, ich muss morgen eine Klausur schreiben. Das heißt, ich werde nur eine Runde machen, diese Runde hier. Und okay, wenn ich jetzt komplett verkacke, dann mache ich noch eine. Aber wenn ich jetzt hier 3 Minuten gewinne, dann gewinne ich in 3 Minuten. So ist es dann halt. So, okay, Leute, pass mal auf. So, wir machen das einmal jetzt hier, so eine Schatten. Ah, hier, guck mal. Guck mal, ah, yeah. Okay, wie cool. Okay. Also, den sehe ich als einfach als Spieler, der ein bisschen komischen Stuff macht, sozusagen. Also, ist ganz cool auf jeden Fall. Cool wäre, wenn man das kombinieren könnte mit dem Spion-Kit. Schau mal vor, Leute, ne? Also, man wird hier einfach mal ganz kurz hier so... So, jetzt sind hier ganz viele. Keiner weiß, wer der Echte ist. Komm schon. Ja, nice. Woo. Es klappt echt gut, ne? Also wenn man da ein paar Schatten von sich macht und alles und pro Kill ein paar bekommt von denen. Das ist, also das läuft ganz gut eigentlich. So, jetzt muss ich aber ganz kurz hier mal ein bisschen einen goldenen Apfel rein snacken. Vielleicht auf das Dierschwert wechseln und so. Und, oh nein. Oh nein. Ich weiß gar nicht, wer was ist. Oh, verdammt. Oh, verdammt, das gab es auch nicht so gut wie gedacht. Scheiße! Okay, zu meiner Verteidigung ist von Schnappohr. Und der ist Moderator aufgekommen und der kennt sich da auch aus. Deswegen, ich bin berechtigt gestorben, ja? So, da die Runde ist auch ein bisschen kürzer war, würde ich sagen, haben wir noch eine ran und schaffen gleich mal ein paar von uns. So, okay. Und jetzt rennen die da alle schön rum. Woher weiß der auch, wer der Richtige ist? Also, ich check nicht ganz, wie kann man unterscheiden, wer der Richtige ist. Das check ich noch nicht ganz. Und das würde ich ganz gerne verstehen. Schreibt es mal in die Kommentare. Weil irgendwie rennen die alle auf den Richtigen zu. So, da ist der Erste, von dem brauchen wir auch gar keinen Schatten. Den nehmen wir einfach mal so mit. So, der hat nämlich einen Bogen gehabt und einen Regitrank. Den nehme ich einfach mal auf den Slot hier. Und Leute, ne, wie gesagt, mal wieder hier 3 Wochen kein Minecraft gespielt. Aber, Ender Games geht immer. Und die Sache ist, eigentlich habe ich heute echt gar keine Zeit, irgendwie noch ein Video zu machen und alles. Ich muss gucken, ob ich es heute echt noch, naja, gerendert kriege und alles. Weil ich halt noch eine Klausur in Musik und so schreibe. Also morgen, und da muss ich noch richtig viel lernen. Also Musik ist echt meine Hassklausur, wirklich. Musik ist einfach pure Lernerei und überhaupt nicht mein Ding. Also ich interessiere mich null, wirklich nada für Musik. Also ich interessiere mich so für Rap-Text und sowas gerne, aber nicht die Musik an sich, Alter. Also nicht diese Musik von damals, das kann ich einfach mir nicht geben. So, da ist auch schon der Nächste, nehmen wir auch ganz kurz mal einen Regitrank. Ja, nice, okay, das klappt echt gut. Das klappt echt gut, die Leute teilweise zu probieren. Krieg ich den? Oh nein. Oh nein, ich hatte ein halbes Herz, Mann! Da die 2 letzten Runden ein bisschen bescheiden waren, habe ich gerade mal beschlossen, wir machen noch eine 3. Und da rasieren wir jetzt richtig, Leute. Da, also wisst ihr, ich habe ein bisschen Zeit zum Einspielen gebraucht. Das Kitschatten muss man halt erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen, ne? Aber jetzt bin ich drin. Und indem ich jetzt einmal den Typen töte, beweise ich euch da... Ich dachte schon, der tötet mich jetzt noch, Alter. Ich dachte, jetzt kommt seine ganze Slime-Armee und tötet mich jetzt noch. Okay, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Rüstung drin. Ein Heilpot. So, da ist der Nächste. Alles klar, der ist ein Yeti. Da machen wir ganz kurz so. Zack. Und... Guter Treffer. Jetzt mal ehrlich, ist das Glück irgendwie, dass die einfach so, ja, ich schieße halt mal so auf irgendeinen von diesen ganzen Klonen. Der ist halt dann der richtige Typ, nach dem Motto. Ey, was hat der eigentlich vor? Will der mich nerven oder? Ist eine Challenge? Tausche dich 10 Mal mit einem Gegner, bevor du ihn töten darfst? Ich weiß nicht. Komm, wir machen es einfach so. Zack, haben wir. So, der Nächste ist da hinten. Da brauche ich dann eine Schattenessenz? Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar. Nee, die brauchen wir nicht. Da können wir jetzt einfach ganz easy durchrushen. Also meine Fresse, weil ich will das Kit doch irgendwie in coolen Aktionen benutzen. Oder ich stelle das Kit Schatten vor und benutze es halt gar nicht. Das wäre halt auch eine Idee, ne? Also wäre halt auch mal was anderes auf YouTube. Wir müssen uns ja von diesem Mainstream-Hype, meine Gott, Alter. Mein Gott, wo man diese ganzen Kits vorstellt und dann auch benutzt. Von dem müssen wir uns mal ein bisschen so abgrenzen, ja? Ich sage jetzt einfach so, hey, Leute,
Also Clickbait, neues Kit Ender Games, alles hier Schatten. Ich bin auch Schatten, aber ich benutze es halt nicht, ne? Ich erkläre das nicht, ich benutze das nicht, ne? Ich spiele einfach ohne Kit. Das ist die neue Liga, Alter. Make Ender Games great again. Ohne Kits. Puh! Ich glaube, wenn man das durchsetzen würde, hätte ich echt gar keinen Bock mehr, Ender Games zu spielen, weil die Kids einfach mit Abstand das Coolste sind. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen was benutzen. Also, der hat hier eine schöne gefährliche Waffe, wie man hier sieht. Guck mal, hier. Oha, haha, da bin ich zuvor gekommen. So, jetzt wollen wir ja mal gleich mal ein paar Q-Plays fast. Haha! Q-Plays? Wollt ihr nicht mehr nachlaufen? Nicht auf den Gegner drauf? Okay, Leute, mach. Oh nein. Oh nein. Okay, wir müssen jetzt einmal hier ganz kurz noch mal ein paar erschaffen. So, und wir sind jetzt mal der Typ, der dann stehen bleibt und isst. So, und dann einfach mit der Enderperle hinterher. Einmal mit der Enderperle. Bleibst jetzt stehen. Oh Gott, nein! Mama! Okay, komm her. So, zack. Zack. Und wo bin ich hier reingeraten? Okay, Schatten! Schatten! Lauf um dein Leben! Ich weiß nicht, welcher der richtige... Du vielleicht verfolgst du ja einen falschen. Wer weiß. Hier, machen wir nochmal ein paar. So, zack, zack. Hier, so. Nimm. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter! Craftet ja sogar, wie cool ist das denn? Okay, Cube, hör mir zu. Hör mir zu, mach dir ein Holzschwert, so ist gut, okay? Jetzt ziehen wir gleich zu zweit bewaffnet in den Kampf. Okay, mach dich bereit. Mach dich bereit. Ja, so ist gut, ja. In Wirklichkeit sind halt so kleine Chinesen in China, die halt Geld brauchen und die sind halt jetzt auf dem Gommes-Server und spielen in Schatten. Ja, so läuft es halt jetzt ab auf dem Gommes-Server. Ach, guck mal, der macht sogar noch ein Steinschwert. Oh, der Upgrade. Cube? So, Leute, okay, der Gegner ist doch gleich hinter uns. Da müssen wir jetzt einmal hier ganz kurz mal ein paar Schatten machen. So, und da würde ich sagen... Oh, hi. Okay, wir haben nochmal ein paar Schatten. So, und dann greifst du... Genau, so ist brav. Und dann können wir jetzt einmal hier ganz gechillt... Und... Nein! Nein! Mann! Oh, shit, wir waren einfach schlecht ausgerüstet. Aber es funktioniert. Es ist cool. Das Kit ist war wirklich eine echt coole Abwechslung. Was man sich in Ender Games gewünscht hat. Also ich find's cool. Eure Meinung zum Kit unbedingt in die Kommentare. Also, die Runden waren jetzt echt nicht die besten, Leute. Ich will auch bessere aufnehmen, aber... Leute, ne, die Zeit, die drängt. Ich würde mich sehr über ein Like für das Video freuen, dafür, dass ich hier unter Klausurstress noch ein Video für euch aufnehme und das Ganze hoffentlich am Donnerstag kommt, weil wenn es am Donnerstag da ist, Leute, dann war ich pünktlich. Also das würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. In der Endcard gibt's auch noch coole Videos, unbedingt angucken. Und da würde ich sagen, ciao!